passiert denn, wenn man irgendwas Unfaires macht und wird dann verklagt? Hat man dann verloren? Was ist dann passiert? Was passiert dann? Da musst du aufhören. Nein. Nein, also, ich meine, da musst du aufhören, den Scheiß zu machen, wegen dem du verklagt wurdest. Also, ah, okay. wenn du im Vorfeld, wenn du im Vorfeld dann verklagt... Dann jemand ab und der verklagt mich dann, weil ich einen Zuschlag abgelenkt habe. Ja, dann wirst du so eine Strafe bezahlen. Du, je nachdem, wie hoch das ist, das... ja, Gräume versuchen da wieder irgendwas rauszuhandeln. Wahrscheinlich wird das irgendwie so eine Strafzahlung von einer Dukate bis 10 Dukaten. Wenn du dann weiß ich nicht, den Marschall oder sowas, dann, ich sag jetzt einfach mal, wir haben ja hier eine kleine Liste mit den ganzen Jeldern von Dunkelstein, das ist natürlich irgendwie adlig und ganz wichtig, aber der ist halt nicht so viel wert wie Arngrim von Ehrenstein. Und wenn du dann im Kampf gegen Arngrim bist und der verklagt dich, dann kann das natürlich auch sein, naja, dass du dann nicht nur mit Dukaten wegkommst. Ja. Man muss erfinderisch sein. Sämtliche Regeln von Tasfarel werden hier bedient. Und natürlich von Blackaratz. Offiziell ist es natürlich nicht gern gesehen, wenn man dann irgendwie Turnierstreitereien außerhalb des Rings austrägt. Das ist natürlich torbrisch verboten und im Mittelreich. Also alles, was irgendwie passiert, muss im Ring stattfinden. Aber wenn dann irgendwie der Darei leider über dich drüber schlurft und dich dann zersetzt, dann, ja gut, jetzt ist er tot, da kannst du hinterher auch nichts mehr tun. Wenn in der offenen Arena, das ist ja auch ein ständiger Arbeitsunfall, das kann man auch nicht ernst nehmen. Richtig, Unfälle passieren, gerade in Yol'Gurmak. Wie groß ist die Arena? Variabel. Auf welcher Distanz wird gestartet? Ist man so zwei Schwertlängen voneinander entfernt oder laufen wir sowieso Gladiatoren jeder auf einer Seite rein und dann geht's aufeinander zu, bis wir endlich... Das sind kleine Kampfplätze, also ihr habt da, weiß ich nicht, ungefähr so 20 Quadratmeter habt ihr so ungefähr Zeit. Könnt ihr aufeinander zugehen, könnt auch noch im Kreis gehen, euch belauern, dann könnt ihr auf S oder auf P meinetwegen auch angreifen. Da habt ihr... Ihr startet nicht auf Handgemenge. Ja, die Frage war, ob ich mich mir die andere Seite stellen kann und erstmal bequem auf ihn schießen, weil das wäre richtig kacke unfair. Ja, wenn er zum Sturmangriff sitzt und eine höhere Initiative hat, dann ist er dran. Ja, deswegen frage ich auch, ob man auf zwei verschiedenen Seiten der Arena reinkommt, weil das wäre ein bisschen beschissen. Nein, also normalerweise sind das so kleine abgesteckte Gebiete, ob das jetzt ein Rechteck ist oder ein Quadrat und da drin stehst du dann gibt es da eben diesen Schiedsrichter, der am Rand steht, der sagt dann, alles klar, der Kampf beginnt und dann geht's los. Neben dir sind ganz viele Leute, die dir noch zusehen, die zujubeln oder dich bespucken, dich bewerfen. Vielleicht nicht unbedingt mit Äpfeln, vielleicht mit Brandbomben oder so. Sordwitz-Äpfeln. Genau, Sordwitz-Äpfeln, da kannst du dir eben Sachen vorstellen. Also das Publikum macht quasi mit. Okay, zwei Fragen noch, dann bin ich glaube ich endlich durch. Ich nehme an, meine schlimmste Befürchtung ist wahr und es wird scharf gestochen. Ja. Okay. Einmal Kopfschütteln hier einfügen. Zweitens, man gewinnt im Gestech, indem man den anderen umbringt, das sollte klar sein. Gewinnt man, indem man ihn komplett stößt? Nein, also wenn er den Arm nicht mehr heben kann, dann hast du gewonnen. Ach, im Gestech auch, nicht nur im Buhurt. Ja. Also okay. Offiziell ist man nach toborischen Regeln, ist halt, wenn er aus dem Sattel gestoßen ist, Schluss. Aber wenn du dann vom Pferd runtersteigst und ihm dann den Schädel zu Klump haust, hey, dann wird der Kampf halt abgebrochen, aber dann ist er halt tot. Also wenn ich darauf bestehen würde, weil, keine Ahnung, ich vom Pferd gestoßen wurde, könnte ich auch vom Boden aus weiterkämpfen. Kannst du drauf machen, ja. Okay, gut, dann muss ich hier noch eine Frage anhängen. Gilt trotzdem die Regel zum Versagen beim Anreiten? Bestimmt. Das ist gut. Also nicht unbedingt für mich, aber das ist gut. Dann bin ich durch. Noch lange genug, glaube ich. Wollen die anderen noch irgendwas fragen? Irgendwas zum Bogen? Irgendwas zu dem Zweikampf? Was kann man denn überhaupt gewinnen? Viel Gold, viel Ruhm, Artefakte, was das Herz begehrt. Ich muss gerade mal nachschauen. Also, es gibt auch noch einen Sanges-Wettstreit, der hier ausgetragen wird. Das wird sicher, das hatten die Leute von Saltatio Mortis, hatten euch das schon erzählt. Da, nur für den Sanges-Wettstreit gibt es hunderte von Goldstücken. Legen wir also mal hin. Ich gehe da hin. Ansonsten Artefakte von Galotta aus seiner Kammer oder irgendwelche Neuerungen von der Heptagon Akademie. Ja, Reichtümer, noch und nöcher. Deswegen sind hier sicherlich auch eine ganze Menge, naja, Leute auch aus Al-Anfa hier, sonst würden die ihren guten Ruf nicht riskieren. Ihr könnt das Haus Kugris erkennen, das Haus Florios ist wohl auch hier. Tergom hatte ich schon angesprochen, Sephorica, Walinger aus Kunchom. Die erkennt vor allem dann auch Ömer, das Haus Wadinger, das sind eigentlich Händler, aber auch die haben sich hier
herbequemt. Ein paar Nivesen, die Sippe Ragaschow macht mit und Gerbelstein aus Mengvilla. Ach, was ich doch dafür geben würde, wenn die ganze Stadt einfach jetzt im Boden versinkt. Ein paar Trollsacker, ja. Steht Störrebrand da auch mit drauf? Störrebrand steht da nicht drauf. Ehrenbeerdach. Starkart, sag mal, du kennst dich doch mit Wägen aus, oder? Was? Du kennst dich doch mit Wägen aus, oder? Mit Streitwegen nicht unbedingt. Eher mit Handelswegen. Das ist fast dasselbe. Wenn ihr euch ein bisschen umdreht, könnt ihr auch erkennen, wie gerade an der riesigen Flammen- und Feuersäule von Algrimot, da wird wohl gerade jemand auf eine Echse einreiten, ein riesiger Schlinger, und wird da direkt neben dem Algrimoteum geparkt, weil es da so schön warm ist. Ihr seid euch sicher, die macht irgendwie mit. Ich möchte doch mal nachgucken, beim Wagenrennen steht da, dass das Pferde sein müssen, oder nein. Muss mein Wagen sich an... Okay, also es kann auch ein buchstäblich laufender Wagen sein, wenn du einen guten Golembauer findest. Oder Golem. Genau. Überschaut mal nach, ob bei der Ausrüstung von der Hexe anscheinend irgendwo was wie eine Lanze zu sehen ist. Ja, also er hat sich auch eine Eislanze einpacken lassen. Was heißt Echse. Einpacken lassen? Echse. Sie bekommt eine. Echse. Achso, Echse. Ich dachte Hexe. Ich habe ihm ja wohl nicht meine Einkaufsliste gegeben. Auf den ersten Blick wirst du es nicht sehen, aber der hat wohl noch ein paar andere Leute dabei und unter anderem wirst du da auch, wenn du mal genau hinsiehst, wirst du auch eine Lanze entdecken. Hey, Jodin, ich habe gesehen, da vorne, das ist ein Schlingerreiter mit einer Echse, mit einer Lanze. Ich nehme an, mit Schlinger meinst du diese Heidechse da? Ja, genau, diese große. Die so groß ist, dass sie ein Pferd in zwei Teile beißen könnte. Vielleicht auch zwei gleichzeitig. Oh, der ist groß. Ja, das wird schon. Steht, dass da irgendwie verboten ist, wenn mein Zugtier anfängt, die anderen Zugtiere zu fressen? Ist das irgendwie darauf herabgeschaut oder ist das dann auch einfach Pech? Ich meine, wenn es während dem Reiten in der Lage ist, die anderen anzuknabbern, dann hängt ihr sowieso ziemlich nah beieinander. Ich wollte gerade sagen, also das erklärte Ziel beim Wagenrennen ist, du musst anfangen und du musst zum Ende kommen. Also Start und Ziel ist vorgegeben. Und es gibt ein paar abgesteckte Ziellackierungen, damit du eben nicht auf direktem Wege von A nach B fliegst. Das ist verboten, sondern du musst da wirklich eben auch abgesteckte Ziele dann auf der Landkarte dann finden oder in der Stadt. Das wird dann vorher bekannt gegeben, wo es langfährt. Und was da dran gespannt wird, es muss halt ein Wagen sein. Immer. Ja. Was sagst du dazu? Wir, bevor das Turnier anfängt, nochmal vielleicht zusammen mit dem Bogen üben. Gute Idee, Jalan. Ich dachte, wir können uns ein paar Tricks voneinander abschauen. Okay. Hörst du wohl auf, mich Jalan zu nennen? Ah, hast du mich immer genannt. Scheiße. Hat er nicht Unrecht? Hat er nicht Unrecht? Und damit gehen wir in eine kleine Pause. Ihr schaut euch mit einem unguten Gefühl noch einmal um. Vermutet vielleicht noch auf andere Reittiere, wenn jetzt hier ein Schlingerreiter antanzt, dann kann es vielleicht nicht nur die letzte seltsame Wesenheit sein, die euch hier in die Quere kommt. Und ja, fliegt noch einmal über die Turnierregeln drüber, irgendwelche letzten Unklarheiten, die beseitigt werden müssen, oder habt ihr alles geklärt? Hey Starkart, willst du nicht irgendwie für mich den Advokaten machen im Notfall, wenn was ist? Ich machen. Du kennst dich doch hier mit den Rechten ganz gut aus. Ich kenne mich generell mit ziemlich vielen Rechten sehr gut aus. Vielleicht kann ich ja Leute verklagen, weil mir ihre Namen nicht gefallen. Hier ja, durchaus möglich. Guck mal die Namen durch, ob da irgendein Name irgendwie anzüglich ist. Aus mittelreichischer Sicht sind da quasi eine ganze Menge schon sehr sagenentsprechende Namen, die dann darauf hindeuten, dass sie dem Dämonenpakt entweder nicht ganz fern sind oder schon über die Schwelle getreten sind. Ja, ich gucke einfach mal, ob da irgendwelche Namen wie irgendwie Rondrikan oder sowas drin steht, ob ich die rausklagen könnte. Nein. Okay. Du siehst ein paar Chorgeweihte auf der Liste. Wie heißen die so? Ja, typische sprechende Namen von Chorgeweihten. Du kennst ja Blutschluck, der andere heißt Staubtreter oder... Wir benennen ihn zur Staubfresser, wenn ich mit ihm fertig bin. Und solltet ihr euch wohl bald antragen? Ich glaube, die Anmeldefristen schließen bald. Die Anmeldefristen?
Die Anmeldefristen gehen quasi bis zum Anfang des Turniers, aber gerade jetzt eben bei sowas wie Schild und Schwert, was dann besonders beliebt ist, wo es dann auch einen Ausscheidungsplatz gibt, sind dann nur 64 Plätze da. Da müsstet ihr euch dann jetzt eintragen. Bogenschießen, da kann man euch eben immer nebeneinander stellen. Da habt ihr eben eine eigene Scheibe, müsst ihr vielleicht ein bisschen warten oder so. Aber da könnt ihr quasi dann unbegrenzt mitmachen. Da geht es einfach nur nach höchsten Punkten, nach höchsten Kreisen. Wo trägt man sich eigentlich ein? Ja, jetzt kannst du es direkt hier machen. Entweder hier oder ja, bei der Arena quasi gehst du zu einem kleinen Gräulm hin oder einer normalen Person und sagst dann deinen Namen und in welche Liste du dich eintragen willst. Okay. Oder immer wieder zu dem Gräulm hin. Den Vor- und Vater mit euch. Ja, hallo. Name? Ja, Abdulon. Abdulon. Disziplin? Bogenschießen und Messer werfen. Bogen und Messer. Setzt zwei Kreuze. Noch was? Nein. Gut, dann seid ihr hiermit aufgeschrieben. Starkart. Ich kenne das gleiche. Starkart, Bogen, Dolch. Kann ich mal ganz kurz die Liste sehen? Was? Kann ich mal ganz kurz die Liste sehen? Nein! Warum nicht? Lass deine Finger davon weg. Lass mich doch mal kurz sehen. Nein, lies die Liste im Oktoniten nach. Nicht bei mir. Geh weg. Warum denn nicht hier? Ich rufe die Wachen, verschwinde. Sehr gut. Schaue den Gräulm nochmal an und versuche mir sein Gesicht einzuprägen. Hässlicher Wasserkopf. Könnten wir nicht vielleicht doch einen ganz kurzen Blick auf die Liste erhaschen und man sieht, wie Ömer einfach ein Heller zieht. Ein kurzer Blick vielleicht und dann zieht er noch einen zweiten Heller und hält ihn so, dass der Gräulm die auf jeden Fall sehen kann und hofft, dass die Gier des Golems zu groß irgendwann wird. Er würfelt mal auf die Gier. Nein, nicht für zwei Heller. Willst du voll verarschen? Das ist Bestechung. Nein. Ist Bestechung denn verboten? Ich dachte, Bestechung gehört zum guten Ton. Das ist sozusagen die Freundlichkeit erweisen, den Respekt, den ihr verdient habt. Mit zwei Hellern verarschst du mich nur. Ja. Man greift mal rein und zieht mal so 20 Heller raus. Ah, das sieht schon deutlich besser aus als so eine ganze Handvoll Heller. Er verdreht mit den Augen. Ich muss jetzt auf Klo. Wehe, rührt diese Liste an. Greift nach diesen 20 Hellern. Ja, Mann, man gibt ihm die 20 Heller für euren Respekt, euer guter Mann. Was heißt ihr Respekt? Ich muss nur auf Klo. Wehe, berührt die Liste. Ja, natürlich. Ja, dreht sich um, geht aus diesem kleinen Zelt raus und auf der Außenseite und ist dann erstmal weg. Man liegt stark hat und liegt in Richtung Liste und macht selber einen Schritt ans Zelt heran, um zu gucken, wann er wohl wiederkommt. Ja, dann würde ich mir jetzt gerne mal die Liste ansehen, ob ich da irgendwelche Leute auf diesen Listen Bogen schießen und Messer werfen. Falls da die anderen Listen stehen, würde ich mir die auch ganz gerne mal ansehen. Wer da alles zu teilen nimmt, irgendwelche Leute. Du siehst, er steht einfach nur neben dem Zelt und wartet mit verschränkten Armen. Ja, man schaut sich auch so ein bisschen so den Nachthimmel an, ja. Ja, die Säurewolken, die in der Luft hängen, genau. Ja, was willst du für Informationen haben? Wer jetzt alles mitreitet, ich kann dir da viele, viele Namen nennen, aber die hat Jalan auch schon bekommen gestern durch den Optoliten. Ja, ich würde mich ganz gerne dreimal selber eintragen. Okay, alles mit dem Namen Starkart. Okay, alles mit verschiedenen Namen. Okay, welche Namen? Starkart, Kollwulf und Torwulf. Mhm. Keine Ahnung, irgendwelche typischen torwaldschen Namen. Für welche Disziplin? Immer die gleichen? Ja. Okay. Interessant. Ja, finde ich gut. Wunderbar. Was ist, ja, wenn du dann... Wie viele Leute können da insgesamt teilnehmen? Beim Bogenschießen und Messerwerfen ist die Liste unendlich lang. Ach, schade. Würde ich da jetzt ganz gerne die Liste noch ein bisschen mit irgendwelchen komischen Namen füllen. Die kannst du gerne machen. Ich würde auch Grolbix eintragen. Grolbix wird von der Ogerhöhle. Mhm, okay. Irgendwelche Leute, die ich hier schon getroffen habe. Kriegt der Grolbix ein fürs Lanzenstechen? Ja, klar. Also der Grolbix ist ja mal so unsympathisch. Du trägst Grolbix fürs Lanzenstechen ein? Ja, und auch fürs Streitwagenrennen. Lackerer approves. Du gehst hier auch nicht ohne Minderpack raus. der will den, der bettelt. Turnier, alles klar. Dann werden jetzt die Gräulme mit dem Turnier streiten.
Gut, wenn du dann irgendwann fertig bist. Die Gräume werden uns so hassen. Der Gräum kommt wieder rein. Ja, möchte Torgosch sich noch eintragen? Was mit den beiden Magiern? Ich nehme nur am Streitwagenrennen teil. Ein eigener Wagen oder den von Jalan? Nein, ich nehme auf den verfluchten Wagen von Jalan Platz. Gut, haben wir den Lars? Nein, keine Disziplin da, die mir zusagt. Und dann die Frage an den Söldner. Dido, keine. Sehr misstrauisch. Gut, dann seid ihr allein gemeldet und könnt euch die Tage über in sowohl das Hotel Schwarz und Rot zurückziehen, das ist natürlich für Jalan und die Hohen Herren reserviert, hohe Leute, die da ein- und ausgehen, wenn sie denn nicht gerade hier wohnen, dann eben die Leute, die aus der Varunkai oder Xeranien eintreffen, unter anderem auch die Obristin der Magdalena Nata, die Königin der schwarzen Amazon, Charizard Chalida Sababel Halhar. Gemeinsam mit ihrer unbesiegbaren Legion, die ihr mitgegeben worden sind, sodass dann nach und nach 5 Kinder mit einschreiten. Einfach kleine Kinder, so um die 9 bis 10 Jahre. Frauen, also kleine Mädchen, kleine Jungen, die dann gemeinsam mit der schwarzen Amazonin hier einziehen. Ach, guck mal, Stark hat Kinder, die hier auch dran teilnehmen. Ich hoffe, nicht passiert nichts. Ja, Lucardus von Kemet als Vertreter für die Varunkai und dann Lulith Mangrace als Hofalchemist von Rassasor, der hier ein paar Verbindungen knüpft. Und zudem natürlich ist derjenige schon hier und bleibt dann im Vorbereit-Tempel vorhanden, aber es gibt noch einen weiteren, der dann Xeranien vertritt. Ich muss gerade den Namen nachgucken. Muakim al-Assabat, der Verkünder des Wortes Borberats. Genau. Ein Repräsentant von Xeranien, der allerdings hier sowieso schon die ganze Zeit im Hofe weilt und dann sicherlich auch auf der Tribüne anzufinden ist. Seht ihr die Kinder? Ja, die tun mir leid. Ich hoffe doch, dass sie nichts passiert. Das sind keine Kinder mehr, denke ich. Was ist nicht? Was denkt ihr, was sie sind? Ich betrachte die mal sehr genau. Haben die so leicht insektenartige Züge? Insektenartig? Ja, du weißt schon. Ja, ich hab schon mal eins gesehen. Ja, also wenn du genauer hinsiehst, insektenartig nicht unbedingt, aber ab und zu kannst du mal, vor allem an den am Nacken, kannst du erkennen, wie da wohl ein Dorn herausragt, direkt aus der Wirbelsäule hinaus, und das könnte sein, dass sich darunter ein Zantim verbirgt. Wie gesagt, du hast schon einmal gegen einen der Legionäre gestritten und du weißt, dass sie wahrlich unbesiegbar sind. Immer und immer wieder auf den Kopf eingeschlagen, die Beulen haben sich wieder aus dem verbogenen Schädel nach draußen geformt, nach draußen gedrückt, hast weitergeschlagen, hast Arme abgetrennt, die nachgewachsen oder angewachsen sind, bis dann schlussendlich der Magister Brindigian, der Maraskana, das Ding gebannt hat. Magister, wie gut könnt ihr exorzieren? Nun ja, ist nicht gerade meine Spezialität. Was denkt ihr? Sind es Daimoniden? Schlimmer. Es sind Zantim, die man in den Körper gebunden hat. Das meinte ich damit. Nein, ihr versteht nicht. Man hat sie nicht mit irgendetwas gekreuzt. Man hat buchstäblich den Dämon hineingebunden, wie man mir das erzählt hat. Was? Er ist als Ganzes da drin. Also sowas ist möglich? Woher wisst ihr das? Ich habe einen gesehen. Verstehe. Oh. Nun, ich denke, und das eine Mal hat mich erreicht. In der Lage sein werde, etwas zu bannen, was ich nie zuvor gesehen hatte. Wenn die auf dem Turnierplatz sind, haben wir große Probleme. Es sind viele. Ich weiß natürlich nicht, ob sie mitkämpfen dürfen. Man wird wohl ein wenig misstrauisch sein, wenn der was weiß ich Mann, der müsste einschreiben. Also müsste sich anschreiben. Hoffen wir aufs Beste. Und wenn ihr eins von denen seht, es kommt auf euch zu und es grinst, als hätte es Zähne, die länger sind, als sein Mund Platz hat, dann rennt weg. Und zwar schnell. Sie sind nicht alle schnell, gut zu wissen. Doch, sind sie. Ihr solltet schneller sein. Am besten schneller als der arme Typ neben euch. Das ist eine gute Idee. Danke für den Rat.
Aber das werdet ihr auch im Laufe der Zeit herausfinden, dass, wie gesagt, andere Dunkelsteiner anwesend sind. Die Eltern von Dunkelstein natürlich, aber auch derjenige Verwandte von dir, auf den der Zwerg gewartet hatte. Morkan ist eingetroffen. Was auch immer seine Aufgabe ist, aber in Begleitung von 9 anderen sind sie zu 10 gekommen aus irgendeinem Kloster im Norden. Genau, gehen wir einfach mal die Liste der Anwesenden durch. Die wird euch natürlich dann auch über den Optoliten nachgereicht, wenn ihr dann in den verschiedenen Tagen da ja die Zeitung erwerbt. Tyra Kradane, die Reichsrichterin, ehemals geheißen, ja, irgendwas mit Pareine. Zumindest wusstest du dann noch, dass es die Gräfin von Badio ist oder war. Arngrim von Ehrenstein, war zusammen mit Rondradan von Streizig, Graf von Sokramor, die dann die Wulfengarde anführen und für Ordnung in Transsysilien sorgen. Lutisana von Pericum, die Söldner ihr wohl bewacht, hat wohl einiges Chaos dann als menschliche Söldnerin angestellt. Ihr könnt sowieso mitbekommen, dass sich hier die Answinisten auch ziemlich viel rumtreiben. Die geben sich hier quasi die Hände, schütteln dann auch viele Paktierer-Hände, die Answinisten. Lutisana selber war wohl, das wisst ihr, in der Feste Rulat, die auf Rulat wart ihr selber sowieso auch schon mal, aber da im Süden der Insel gibt es ein Gefängnis für Reichsverräter. Und da saß sie gemeinsam mit Answin und hat sich dann Borbarat angeschlossen, nachdem Borbarat Lutisana ja, freigelassen hat. Weiß man eigentlich etwas darüber, was aus Answin geworden ist? Der ist verschwunden. Richtig, weil wenn er sich Borbarat angeschlossen hätte, hätte man das ja vermutlich in allen Zeitungen gelesen. Genau, nein, der ist verschwunden. Vielleicht hat er den Namen gewechselt, aber er ist erst einmal weg. Wenn er gestorben wäre, hätte man sicherlich irgendwas, irgendeine Märtyrerschrift gelesen, wie er dann gestorben ist, heroisch. Aber Answin ist erst einmal verschwunden. Jehudin. Was sind denn Answinisten? Oh, die sind früher Answin von Rabenmund gefolgt. Also Adling. Okay. Bitte wie? Weil ihr irgendwie immer so komisch guckt, wenn das Answinisten sind. Richtig. Das sind Reichsverräter, alle miteinander. Aber das Reich gibt es nicht mehr, also was soll's. Ach so. Ja, die Liste geht weiter. Was sagt euch denn Asmodeus von Andergast? Wer kann mir was über Asmodeus von Andergast berichten? Der Hofmagier des andergastischen Königs, beziehungsweise Bruder. Wenceslaus, meinst du? Genau, und er hat sich selber mit einem Startstrich an die Spitze gesetzt und wurde dann aber gestürzt. Genau. Das klingt schon nach einer sehr guten Zusammenfassung. Ist ziemlich fett geworden. Und ihr erkennt ihn, es ist derjenige, der damals auf seinem Karakel saß, als ihr die Dämonenarche erreicht hattet. Könnt ihr auf alle Fälle wiedererkennen. Er ist sehr unstet, von seinen leugermotschen Trieben gedrungen zu reisen. Und hat er wohl einen Abstecher über das Land Transsysilien gemacht und war deswegen wohl mit seinem Karakel unterwegs. Aber die Bilder, die in der Zeitung dann im Optoliten abgedruckt sind, lassen ihn dann identifizieren. Ja, dann, was fällt dir denn zu Jelnan ein? Jelnan von Dunkelstein. Er ist der Dunkelstein, wegen dem der ganze Rest, zumindest der ganze Rest, der noch auf der richtigen Seite ist, einen schlechten Namen hat. Er hat seit relativ früh in der barbaranischen Invasion bereits auf seiner Seite gekämpft. Und ist mittlerweile die rechte Hand, glaube ich sogar, von Arngrim von Ehrenstein. Er sich ja seines Zeichens zum neuen Herzog aufgeschwungen hat. Genau. Ja, Morkan, irgendwie ein Verwandter, trägt den Namen Dunkelstein. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge auf der anderen Seite der Schwarzen Sichel, die nicht böse sind, aber auf dieser Seite sind zumindest eine ganze Menge böse. Unter anderem auch er. Sirion Grimm, der Schänder. Ömer weiß, was das ist. Glaube ich. Nö. Nein. Gut. Sirion Grimm ist ein Trollzacker, der auch unter anderem bei Borbarat mitgestritten hat. Hatte da eine eigene
Lanze bekommen, mit der er dann rumgeritten ist und ja, was auch immer sein Auftrag ist, aber er wird hier zumindest ja, neben Jelner von Dunkelstein geführt, ist wohl irgendein hohes Tier. Varena von Mersing, wer ist das denn? Ich kenne den Namen. Ich weiß, dass sie die verstoßene Tochter genannt wird. Ich weiß, was sie später macht, aber ich weiß nicht, wer sie jetzt ist. Unbändiger Hass auf das Hause Mersingen, mit dem du ja auch verbunden bist, Yalan. Und ja, sie hat sich dann auch Lutisana angeschlossen. Das heißt, überall da, wo Lutisana rumläuft, wird auch Varena von Mersingen mitlaufen. Ist eine Mordbrennerin der Schwarzen Reiter. Das heißt, sie selber hat eine eigene kleine Untergruppe. Dann fragen wir einfach mal in die Runde Ragnar Starkhardt. Was weißt du über Lucardus von Kemet? Lucardus von Kemet war früher der Anführer der Golgariten. Und das war er lange Zeit, bis dann irgendwann der Tod seiner Frau in die Verzweiflung getrieben hat und in die Hände von Takuni Tod. Und dann hat er seine Frau wiederbelebt, aber hat da drin auch irgendwie nicht die Erfüllung gefunden und ist dann, hat sich glaube ich Razasu angeschlossen oder dem Nekromantenrat, eins von beiden auf jeden Fall. Und hat einen bekämpft, die Golgariten aus Innsbrunst. Vor allem das Hause Mersingen. Dann fragen wir nochmal Iolaos. Was weißt du über Gaius Cordova Eslam Galotta? Über Galotta weiß ich, dass er früher der Hofmagier in Gareth war. Und der dann mit einigem Wissen, wie wir herausgefunden haben, in Gareth geflohen ist. Und dieses dann auch benutzt hat, um diese gewaltige Illusion über der Stadt zu erschaffen und diese schwarzen Perlen, die man dann berührt hat und die weitere Illusionen erzeugt haben. Genau. Und er plant, das Mittelland in den Untergang zu stürzen. Woher kommt dieser Hass? Könnt ihr ergänzen? Warum hast du das Mittelreich und warum... Scharlachkapp und Tanz. Nahema hat den guten Kaiser Hal damals, glaube ich, noch davon dazu überredet, er solle doch seinen Hofmagier herbeizitieren, dass er ihn am Zand beschwört. Damals war das auch unter Weißmagiern noch ein relativ angesehenes Betätigungsfeld. Gerade wenn der Kaiser das wünscht. Er beschwor den Zand, dieser geriet außer Kontrolle. Ich weiß leider nicht, ob Nahema da die Finger drin hatte. Und über Galotta musste dann anschließend zur Strafe den Scharlachkappentanz ausführen. Das ist, für die, die das nicht wissen, der Schuldige wird auf glühende Kohlen gestoßen und musste eine Weile darauf herumspringen, deswegen nennt man das den Tanz. Bekommt anschließend den Kopf mit roter Brühe übergossen, die ihn den Rest seines Lebens zeichnet. Anschließend hat man ihn dann verbannt und so ging er direkt zu Lackeratz und sagt: Hey Junge, willst nicht meine Seele haben? Genau, das ist der Krieg. Der Weg war noch ein bisschen umständlicher, weil er ist ja erst den Ogersturm initiiert. Aber da hat er seinen Pakt schon. Nein. Sicher? Ja. Er ging zuerst nach Al-Anfang, von dort oder nach Brabak, ich weiß nicht, wie es Reinfeld war. Genau, erst nach Brabak und später dann nach Al-Anfang. Und dann, aus irgendeinem Grund, kehrte er ins Mittelreich zurück und schloss sich dort erst den, Borbarat an und erlangte seinen Pakt und seine Paktgeschenke, sein Wissen von Galotta, von Borbarat selber. Genau, nach dem Scharlachkapitäns eingesperrt ins Gefängnis, befreit von Helmer Hafax, auch nochmal eine wichtige Person, mit der er sein Leben lang verbunden war. Und dann löste er ohne Pakt den Zug der 1000 Oger aus, der dann die Ogermauer als Verteidigungslinie war, beziehungsweise die Trollmauer irgendwie gebaut von anderen Wesenheiten, steht schon äonenlang. An dieser Mauer, wie gesagt, die Oger aufgehalten und dann ist er verbannt worden nach Brabak. Also er musste fliehen. Er wurde durch ein Kopfgeld von 10.000 Dukaten ausgesetzt und er musste halt fliehen nach Brabak, meistens nach. Genau.